Was ist passiert? Als wir Ende Januar beim Uni-Orga-Treffen in Hamburg gemeinsam Pläne geschmiedet haben, sah alles nach den perfekten Medis aus. Zusammen mit euren Uni-Orgas haben wir neue Arbeitsgruppen ins Leben gerufen und alte wiederbelebt. Die Turnierpläne wurden geschrieben und die Uni-Mannschaften dachten so langsam schon ans Warmkicken. Futuristische Bühnen wurden skizziert und im Kollektiv geplant. Wir haben einen Algorithmus zur fairen Campingplatzaufteilung entwickelt und weiter an unserem An- und Abreisekonzept gefeilt. Besonders viel Wert haben wir auf die Wahrnehmung und die Wertschätzung der Arbeit eurer Uni-Orgas gelegt. Parallel schlossen wir die ersten Verträge mit unseren Dienstleistern und gewannen bei wachsender Logistik neue Mitarbeiter hinzu, die uns mit viel Herzblut unterstützten. Kurzum, die alljährliche Medis-Vorbereitung lief auf Hochtouren. Wir haben uns riesig gefreut. Dann kam Covid-19. In den letzten Jahren sind wir durch einige Täler gegangen, haben aber stets die Kontrolle behalten oder zurückgewonnen. Mit stolzer Brust, in der zwei Herzen schlagen, haben wir uns auch jetzt gegen die Bedrohung gestellt. Ein Jahr ohne Medis, unvorstellbar. Kurz darauf kamen die Zahlen und Maßnahmen und plötzlich waren wir mittendrin. Wir erlebten die Hilflosigkeit und begriffen so langsam das Ausmaß. Verschieben war anfangs der Plan, am Ende aussichtslos. Wie können wir unserer medizinischen Verantwortung gerecht werden und gleichzeitig an unserem emotionalen Höhepunkt des Jahres festhalten? Die Antwort zu kennen bedeutet nicht, dass der Weg dorthin einfach ist. Euch mitzuteilen, dass die Medi-Meisterschaften, wie wir sie kennen, dieses Jahr nicht stattfinden werden, macht uns sehr traurig. Wir wären gerne wieder unbeschwert mit euch über die Landebahn in Obermehla getanzt. Die Entscheidung bedeutet aber auch ganz nüchtern betrachtet, dass wir als Unternehmen finanziellen Schaden nehmen. Viele unserer Dienstleister werden dieses Jahr Insolvenz anmelden und die weitere Zukunft des Flughafens wird ungewiss bleiben. Und bei dem ganzen rechtlichen und kommunikativen Dilemma ist unser Herz bei euren Uni-Orgas, die wie wir das ganze Jahr über viel Kreativität und Zeit in dieses Projekt stecken. Auch bei uns in den Uni-Orgas haben wir mit viel Liebe und Energie den Medis 2020 entgegengefiebert. In ganz Europa steckten Fußballteams und Cheerleader mitten im Training. Wir hatten Medi-Partys geplant und bunte Konzepte für Fanfahrzeuge und Bühnen entworfen. Manche von uns standen kurz vor dem Release ihrer Songs und Fanvideos, an denen wir über Monate hinweg gefeilt haben. Als die drohende Absage Realität wurde, hat uns das alles schwer getroffen. Mit blutenden Herzen wurde uns klar, dass wir uns diesen Sommer zum ersten Mal seit Jahren nicht auf der Landebahn in die Arme schließen können. Dazu kommt, dass jetzt auch vor ungeahnten finanziellen Herausforderungen stehen. Viele der mittlerweile über 60 Unis haben bereits ihre Busse gebucht, ihre Fanpakete bestellt. Wir versuchen das alle immer möglichst früh zu organisieren, um für euch den besten Deal eben rauszuschlagen. In diesem Jahr bedeutet das leider für uns, dass wir in einigen Bereichen auf Kosten sitzen bleiben werden. Bei vielen Busunternehmen beispielsweise werden Stornogebühren anfallen und auch nicht jedes Fanpaket kann zurückgegeben werden. In diesem Schlamassel stecken wir gerade alle gemeinsam. Wir arbeiten aktuell auf Hochtouren an Lösungen für euch, würden euch aber bitten, uns als Uni-Orgas Verständnis entgegenzubringen, denn wir alle machen die Orga neben dem Studium. Die Medis sind mehr als ein Event in Obermehla. Die Medis sind der nur Liebesspirit, den wir das ganze Jahr bei uns tragen und leben. Und das ist gerade jetzt wichtiger denn je. Und nun machen wir das, was wir am besten können: zusammenhalten. Bereits jetzt leisten wir mit den Medis unseren Beitrag bei der Vernetzung von medizinischen Angeboten und ihrem Bedarf. Gemeinsam mit euch wollen wir den Nur-Liebe-Spirit weiterführen und werden im Juni die Medi-Meisterschaften in eurem Wohnzimmer stattfinden lassen. Freut euch auf ein buntes Programm! Um sich untereinander noch besser zu unterstützen, haben die Unis einen gemeinsamen Verein gegründet, unseren gemeinnützigen Nur-Liebe-Kulturverein. Dessen Kreativabteilung ist weiter fleißig und ihr dürft euch auf neue Songs und Events freuen. Aufgeben ist keine Option. Wir wollen weiterhin füreinander da sein und hoffen auf eure Solidarität und Unterstützung. Hashtag nur Liebe. Wir sind die Medis. Die Medis seid ihr.